So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Flife. Wir spielen wahrscheinlich auch gleich Flife, hoffe ich doch zumindest. Ja, wahrscheinlich werden wir nur die Dungeons machen und ein bisschen was labern, aber egal. Kurz nur Giveaway-Auslosung. Ich habe jetzt noch trotzdem beschlossen, ja, ich habe ja eigentlich gesagt, es kommt nichts mehr dazu, ich habe jetzt trotzdem beschlossen, einfach noch auf 10 aufzurunden, weil es trotzdem wieder 75 Leute mitmachen. Das habe ich einfach nicht erwartet. Ich habe jetzt so mit. Ja, maximal 50 und das hatte ich schon als viel eingeschätzt gerechnet und dass jetzt 75 Leute sind, habe ich mir halt gedacht, scheiß drauf, machen wir jetzt die 10 voll. Da ich jetzt allerdings in der kurzen Zeit jetzt nichts großartig auftreiben konnte, habe ich jetzt einfach gesagt, machen wir viermal ein Perrin noch als Gewinn. Genau, den gibt es dann auch direkt per Post, da gibt es dann auch kein Hinterhergerinne mit den Items. Da habt ihr 15 Tage, euch einmal einzuloggen und den abzuholen. Also wer das nicht schafft, dann ja, weiß ich auch nicht mehr weiter. Genau, wir fangen direkt an, ziehen das nicht lange hin. Nummer 18 gewinnt. Fange ich mit dem ersten. Ich habe die Liste jetzt wieder nur schriftlich. Gewinnt den Strong Tiger. Ist ein CS und Buff Pet. Die Nummer 66 gewinnt den Tamed Little Tiger. Das ist der Banana Gym. In welcher Zeile habe ich das geschrieben? In E. Ja, habe jetzt nicht drauf geachtet. Also, ist echt scheißegal. Tamed Little Tiger gewinnt der Banana Joe oder Joey oder Joey, whatever. Dann das Mochi Mochi gewinnt die Nummer 7. Na, endlich haben wir was aus den 1 bis 10er Bereich. Da hat man nämlich beim letzten Mal nichts. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, ja, weil sonst kommt das hier echt so wie mega die Abzocke rüber. Mochi Mochi ebenfalls Buff und CS-Pad, wobei jedes Buff-Pad ist ein CS-Pad, also ja, beides halt. Genau, gewinnt Flonge die Nummer 7. Exakt. Dann kommen wir zu dem Alter, ich kann nicht reden. Uninteressantesten wahrscheinlich die Nummer 33 gewinnt den Stack Moonstone. Das ist MS Whippy oder M's Whippy. I don't know. Also 99 Moonstones sind aber trotzdem nicht schlecht. Kann man auch auf jeden Fall gut gebrauchen. Nummer 46 gewinnt die Elle Card S. Eine war ja noch übrig. Der MacDark ist das. Electric S. Genau, und dann haben wir noch die Christmas Suit M. Von den Gewinnen, die übergeblieben sind, gewinnt die 68. Also ich verstehe nicht, wie das immer hinkommt, dass hier immer so direkt untereinander, übereinander, was weiß ich, kommt. Aber ist ja egal, es ist random. Ja, ich habe hier meine Finger nicht im Spiel. Ich verschreibe mich immer bei Christmas. Ich weiß auch nicht, bin so dumm dafür. Christmas Suit M. Das M kann ich mir nicht sparen, weil ich habe ja nur noch eine. Die F ist ja glücklicherweise abgeholt worden. Und dann haben wir jetzt noch viermal ein Perin. Das geht auch noch schnell über die Bühne. 52 ist das Darmpflegeprodukt. Ja, einmal Perin einfach. So ist wahrscheinlich am einfachsten zu merken. Genau, der zweite geht an die 24. Haben wir hier Moors, genau. Einmal Perin. Genau, die Nummer 3 geht an die 29, an Zinker, gewinnt auch ein Perin. Und dann der letzte, haben wir jetzt auch ja nicht verzählt, ne? Ich das jetzt aus Versehen 5 oder 2 oder was weiß ich für los. Was nochmal die 68? Also wie gesagt, Doppelgewinne gibt es nicht. Also ich check das nicht, man. Bei 75, das ist doch sowas von unwahrscheinlich. Also, nee, echt, man, das kapiere ich nicht. Und die 28 war schon beim letzten Mal so heftig, ne? Das ist echt unglaublich. Und hier direkt untereinander, also. Ich weiß nicht, was das mit Random zu tun hat, aber naja. Es wird auf der Seite sagen gegeben und ich keine Ahnung. Ich kenne kein anderes Prinzip, mit dem man das noch fairer machen könnte. Genau, haben wir jetzt auch 10 Gewinne, 2, 4, 6, 8 und 10. Genau, naja, den Namen gar nicht gesagt. Namik gewinnt auch ein Perrin. Gut, dann war es das schon. Wie gesagt, die Perrins, die Electric S-Card und die Stack und den Stack Moons, den werde ich jetzt per Post schicken. Und die anderen Sachen müsst ihr euch abholen, weil die kann ich nicht per Post schicken. Ja. Da ist es jetzt, genau. Wie gesagt, nicht möglich. Wie machen wir das? Einfach in-game. Es ist jetzt Wochenende, also schaut einfach, dass ihr mich möglichst einfach mal ansehen immer wieder, wenn ich online bin. Oder schreibt mir eine Nachricht, wann ihr online seid. Dann schaue ich, dass ich da möglichst online sein kann.
Müsstet aber, also wenn ihr dann wirklich schreibt, ihr seid von 8 bis 10 on oder so, dann müsst ihr aber auch schreiben, also morgens bin ich safe nicht on am Wochenende 8 bis 10, aber wenn ihr schreibt 8 bis 10 abends, dann müsst ihr da auch da sein. Also ich meine, wenn ich mich extra nur dafür einlogge und dann seid ihr AFK oder so, ist halt auch nicht so cool. Genau, aber ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich dann, ich probiere, dass ich mich Samstag und Sonntag wieder um 8 vor ein Collector Feld stelle und da wieder eine halbe Stunde warte. Also Samstag, Sonntag safe um 8 Uhr vorm Collector Feld. Also ungefähr 8 Uhr, 5 Minuten früher, später, whatever. Es hatte beim letzten Mal auch geklappt. Die haben alle auf mich gewartet, auch wenn ich mal zu spät kam. Oder ich habe auf die gewartet, wenn sie zu früh kamen. Nein, aber wenn die halt ja zu einer ganz normalen Zeit halt kamen, ja, und ich schon früher da war. Also ja, es hat halt beim letzten Mal super funktioniert. Es waren halt nur diese paar Leute, die einfach, ja, ich weiß nicht, ihren Gewinn nicht haben wollten anscheinend. Aber naja, so können halt nochmal andere Leute gewinnen. Und wie gesagt, ich hoffe mal, das passt jetzt für alle. Und ja, nochmal danke für die fette Teilnahme. Also mit 75 Leuten hätte ich echt nicht gerechnet. Deswegen habe ich mir gedacht, YOLO, schmeißt nochmal 4 Pirins mehr dazu. Genau, dann sehen wir uns gleich in Game wieder. So, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt noch den Scaler hier seinen Gewinn gegeben, der sich als einziger von den letzten 6 noch gemeldet hat. Er hat sich eigentlich technisch gesehen auch zu spät gemeldet, aber da ich nicht online war und da er sich am, was ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich glaube am Dienstag hat er sich gemeldet oder am Montag? Ich glaube, entweder war es Montagabend oder Dienstagvormittag, ist auch egal. Jedenfalls, er hat sich ja zumindest noch gemeldet und ja, habe ich noch mal ein Auge zugedrückt, aber jetzt, wie gesagt, bei den anderen war es dann einfach zu spät. Ach, da war es ja genau vor 13 Tagen. Ja gut, dann war es Dienstag tatsächlich. Genau. Aber ich verschicke jetzt noch schnell die Items, dass ihr hier auch seht. Jo, geht hier alles mit rechten Dingen zu. Und wir kontrollieren gleich auch hier live die Char-Namen. Ja, nicht, dass ihr denkt, jo, YOLO, du laberst ja nur, den Char gibt's natürlich. Schauen wir mal, ne? Moas hat einen Perrin gewonnen. Schauen wir mal, ob es den Char gibt. An Moas wurde ein Perrin versendet. Also wie gesagt, für die Rechtschreibung des Namens. Ich habe nur Copypasta und von daher ist das euer Problem, wenn es dann tatsächlich einen Char gibt, der halt fast genauso heißt und ja, der dann den Gewinn bekommt. Gut, in den meisten Fällen ist es dann tatsächlich dann auch noch euer Char, weil es gibt viele, die nennen sich tatsächlich zweimal irgendwie relativ ähnlich. Aber ja, ich meine jetzt halt vom Prinzip her ist es halt dann, dafür hafte ich dann nicht. Genau, das waren jetzt die Giveaway, die Perrins vom Giveaway. Das waren jetzt Namik und Mors, dann kommt Zinker. Lol, ich habe jetzt kein Perrin reingetan, ne? Oh mein Gott, der ultimative Troll. Oh mein Gott, ja, weil da noch Perrin drin stand, Alter, so ein Fail, das ist auch geil. Damit kann man immer übelst trollen. Aber nein, ja, sorry, Fail. Ja, der denkt sich bei der ersten Nachricht wahrscheinlich auch so, what the fuck. Don't do drugs, man. So, und dann, wer war der vierte Perrin? Darmpflegeprodukt. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob der es wirklich so, ob der sich wirklich so genannt hat oder ob das ein Rechtschreibfehler ist, weil das O von dem Produkt fehlt. Also da muss ich jetzt tatsächlich schauen, dass ich es auch richtig schreibe. Darm, Pflege und dann Darm. Pflegeprodukt, genau. Ohne O, also. Du haftest dafür. Wenn ich probiere es einfach mit O. Passt. Genau, dann sind die Perrins weg vom Fenster. Dann haben wir noch die Electric Card S für McDark. So, MC Dark. Ah, oh, ne, Stark ist klein geschrieben. Weil es in Flife, soweit ich weiß, keinen Unterschied macht. Ach, fuck, die sind ja auf. Ah, damit, die Items sind ja auf D dann, ne? Ich habe nur die Perrins hier. Moment. Diesmal haben wir allerdings noch einen kleinen Vorteil, denn wir haben diesmal über 40 fucking 1000 HP und wir haben keine Dropskills. Das ist natürlich das Beste an der ganzen Aktion, aber die haben wir jetzt fast nie, also von daher passt das schon. Nein, ich mache es jetzt einfach nur, weil viele von euch das wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, weil ich habe es nur im Stream gemacht und ich weiß, die Streamaufzeichnung hat ziemlich viele Klicks, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die kaum jemand komplett angeschaut hat. Und ja, ich denke einfach, dass es trotzdem viele von euch gibt, die das hier noch nie gesehen haben. Und von daher machen wir das einfach mal. Also es ist der Royal Dungeon. Der heißt irgendwie, der hat einen total komischen Namen. Ich weiß es jetzt auch ehrlich gesagt gar. Weißt du, ein fucking Drecksviech, ein Auto-Attack, ein Groot.
Das ist immer das gleiche. San Prios oder irgendwie sowas heißt es. Ist mir eigentlich vollkommen egal, wie der scheiß Dungeon heißt. Jedenfalls, für mich ist der Royal Dungeon. Und ja, hier droppt man natürlich Royal Waffen. Das ist relativ klar auf der Hand. Und ja, wie gesagt, ach, come on. Beim letzten Mal bin ich leider gestorben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum. Also das Viech hat mich natürlich getötet. Aber nein, glaube, ach genau, gedebufft hat mich die Hure und ich hatte keinen Perfect Block drin und dann, ja genau, stimmt, so ist es passiert. Debufft natürlich, also irgendwie außer Tramnug, also außer dem Olo, zu debuffen einfach alle Dungeon-Gegner, was mich echt ultra irritiert hat. Dass es einfach jeder macht irgendwie. Halt nicht immer, aber oft. Also je länger der Kampf dauert, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit. Und bei der Tante, die ist 116, die ist 5 Level über mir, da geht es natürlich nicht ganz so schnell. Ja, da ist die Chance natürlich, dass die mich da ein paar Mal debufft, ziemlich hoch. Und die debufft dich ja auch, wenn du normale Buffs schon nicht mehr hast. Also wenn sie die schon gedebufft hat, debufft sie einfach noch deine Agro-Skills auch mit, was echt mega behindert ist. Aber ich meine, das ist natürlich logisch, aber da achtet man vielleicht auch mal nicht drauf, so wie ich. Und dann frisst man halt mal den 35k-Crit. Ja, ist nicht so cool gewesen, aber naja, heute werde ich probieren drauf zu achten. Aber diesmal mit 43k mit Buffs. Und ohne sollten wir noch mindestens 35k, wahrscheinlich so 37k haben. Oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also wenn ich da sterbe, auch ohne Buffs, ohne Perfect Block, also ich glaube nicht, dass die so viel hittet. Also ich glaube 30k hittet sie schon mit Crits, ohne Block. Also natürlich ohne Block, mit Block wäre es ein bisschen heftig, wenn sie da 30k hittet. Aber ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die so viel Damage macht. Das wäre ein bisschen heftig, ehrlich gesagt. Ah ja, stun mich erstmal. Ich habe jetzt auch GM Fruitcakes dabei, die heilen mehr, also ich bin etwas besser vorbereitet. Alter, verpiss. Drecksvieh. Okay, ist okay. Ohne Witz, diese Dungeon regt mich so mega hart auf. Das ist einfach abnormal. Sie stunt mich, sie rootet mich und dann steht sie hinter diesem behinderten Pfosten. Sie steht nicht mal wirklich dahinter, ja? Sie schwebt doch sowieso in der Luft. Und dann kann ich sie nicht angreifen. Ja, es ist Cancer. Es ist einfach nur Cancer. Sondern weil es jetzt sonst unter der 100 Jahr, 1000 Milliarden. Ich kann wieder nicht reden. Alter, verpiss dich halt von dem scheiß Pfosten, Mann. Ich kann dich nicht angreifen. Checkst du das nicht? Jetzt kann ich dich erst recht nicht mehr angreifen, weil ich dich nicht mehr sehe. Jetzt sind so diese typischen Flive-Bugs. Weil sie steht ja eigentlich nicht mehr hinter dem Pfosten. Sie steht nur hinter diesem dämlichen Metallding, das kleiner ist als ich. Also da kann ich nicht drüber schießen als Bogenschütze, das ergibt. Es ist Flive-Logik, meine Freunde. Es ist einfach Flive-Logik. Sorry für die Kraftausdrücke übrigens, aber ich bin einfach mad auf dieses Kackviech, was mich getötet hat. Vor allem mein Pet hat es getötet. Also bei mir ist ja nicht mal schlimm. Ich hatte einen Blast drin, hat es wieder einen Blast drin. Ah, das hat mein Pet getötet. Jetzt hat es nur noch 6 Leben. Oh ja, das ist wirklich tragisch. Oh, da kam mal Fett-Damage mit. Da fuhr ich mal lieber ein bisschen. Sonst gehen wir hier noch den Bach runter. Das Problem ist halt auch, da die halt alles blockt und ich gerade mal die 10k kloppe. Wie gesagt, die ist auch noch 5 Level über mir, also ist nicht so, dass die 30 Level unter mir ist. Wobei beim Olozit mache ich tatsächlich auch noch 10k. Oder ja, vielleicht 12 oder 14, was weiß ich. Irgendwie sowas in dem Dreh, aber es ist halt einfach behindert, weil du halt nie durchkommst. Und dementsprechend natürlich auch extrem wenig. Das muss man natürlich immer bedenken, dass man sich hier nicht einfach so mit 3 Hits wieder komplett voll heilt, sondern da hier muss man schon noch drauf achten, dass man mitfoodet. Aber bisher noch kein Debuff und sie ist fast bei der Hälfte, weil ich auch das Gefühl habe, dass je lower die ist, desto höher wird die Chance auf einen Debuff. Also wie bei der Rage Phase, dass die mehr Damage macht, weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auf die Giants überhaupt zutrifft. Ich glaube, die machen tatsächlich immer den gleichen Damage, die haben ja keine Rage Phase. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ist mir ja auch scheißegal. Jedenfalls, die meisten haben ja einen Maximal-Damage, den sie kloppen können. Und ja, wie gesagt, das ist bei der ungefähr so 30, 35k. Ich weiß gar nicht, wie viel ich beim letzten Mal hatte umgebufft. Ich glaube 34k und dann hatte ich. Ich glaube, ich hatte aber einmal auch nicht gefoodet, nicht geblockt, nicht gefoodet und dann hatte ich noch irgendwie so 28k oder was weiß ich und dann tot. Gecrittet. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Da war ich auch so mad, ich habe das gar nicht analysiert, ich habe das einfach nur, da war ich einfach nur mad danach. Vor allem war das halt relativ am Anfang vom Stream, da habe ich dann 2 Stunden lang übelst mad weitergezockt. Na gut, am Ende ging es dann wieder, aber die nächste halbe Stunde war auf jeden Fall schlimm danach. Jetzt erstmal direkt neuen Perfect Block reinballern. Ah ja, übrigens, das Best-of ist fertig. Werde ich aber heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen zusammenzuschneiden, weil es schon ziemlich viele Dinger sind.
Werde ich dann morgen machen. Aber jo, Best of ist auch wieder dabei. Und ja, 30% Fly-Szenen sind drin. Einige lustige Sachen, weil das meine... da war der 30k-Hit. Ja, wie gesagt, 30k sind schon normal bei der. Am Ende zumindest. Ja, das war meine Tröllerphase in Flife, deswegen sind da einige ziemlich lustige Sachen dabei. Lol. Ich dachte gerade, das Pet hebt die Sachen gar nicht auf, also ich habe es gar nicht gesehen. Naja, ein Ori und 1,2 Mio. War Wurf, was habe ich reingeballert? Ein Grilled Eel, ein Gingerbread, eine Secret of Strengthening, ein Upcut Stone und ein Christmas Cake. Ja, auf jeden Fall voll das Investment hat sich. Das Investment hat sich total gelohnt, also absolut Wurf. Naja, nee, aber ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Also das hier ist sozusagen der nächste Dungeon nach Hernes, den wir farmen würden. Aktuell aber noch nicht machen, weil ich einfach zu low HP habe. Also ich habe keine Lust, da jedes Mal so viele Power-Ups reinzuballern. Also besser gesagt Lebensdinger. Einfach nur, damit ich mich nicht killen kann. Lieber mache ich 10 Level und krieg vielleicht noch so ein bisschen HP von irgendwas anderem. Keine Ahnung, schauen wir mal, vielleicht Aim noch FSDA wegkommen oder so, als dass ich da jetzt hier extrem viele Power-Ups jedes Mal verschwende. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust für. Und ich meine, es lohnt sich ja halt echt nicht, weil ich meine, für die Penya-Drops und ab und zu, okay, Drops vielleicht mal eine Waffe, das ist einfach nicht worth. Von daher werden wir den Dungeon noch eine Weile nicht machen, aber ich wollte einfach nur mal zeigen, was das nächste wäre, dass wir in die Dungeon-Tour mit aufnehmen könnten, wenn wir es denn schaffen würden. Ach, was mich noch interessieren würde, kann man da hochgehen? Ich bin mir ziemlich sicher nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. Ne? Da sind wir reingekommen. Ah, vielleicht kann man da hinten noch. Nein. Das finde ich ja auch so blöd. Ne? Bei anderen Spielen kann man da überall hin, da kann man alles erkunden. Bei manchen Spielen kann man sogar noch die Sachen kaputt machen. Ich weiß nicht, warum sie das bei FLIFE nicht gemacht haben. Also die unsichtbaren Wände, die kotzen echt hart an. Ich meine, gut, dass man nicht über die Reling springen kann, okay. Aber so ein bisschen auf dem Schiff rumklettern und so hätte ich schon cool gefunden. Vor allem, weil ich allgemein finde ich die Idee voll cool von so einem fliegenden Luftschiff, weil in FLIFE fliegen ja über diese Luftschiffe-Dinger rum und diese Inseln und so, wo man ohne Board und so ja gar nicht hinkommt. Also da finde ich das themenbasiert eigentlich voll cool. Aber dann, ja, kannst du halt nichts machen. Kannst du nur das Viech killen und hier ein bisschen auf dem Deck rumlaufen und schon ist Feierabend. Naja. Egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Nochmal Glückwunsch an alle Gewinner. Meldet euch beziehungsweise seit Samstag, Sonntag um 8 Uhr beim Collector Feld, beim Colin, Channel 1 natürlich, Devos, aber das brauche ich glaube ich nicht dazu sagen. Und ja, wie gesagt, Glückwunsch nochmal und ciao.